Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein Rezept für eine Kartoffelsuppe mit Bacon-Croutons vorstellen. Ein wundervolles Rezept für Schietwetter und das Ganze machen wir heute mal wieder in der Cook for Me. Schaut es euch an, ich hoffe es gefällt euch. Alles was wir brauchen, habe ich schon rausgelegt. Wir brauchen natürlich für eine Kartoffelsuppe Kartoffeln. Dann brauchen wir eine Zwiebel. Ich habe hier eine halbe Gemüsezwiebel. Wir brauchen eine Stange Lauch, eine mittelgroße Möhre, zwei Knoblauchzehen, einen Bund Petersilie. Und für den etwas rauchigen Geschmack nehme ich hier Baconwürfel oder Baconstreifen, Gemüsebrühe und Sahne. Außerdem werden wir die Brühe dann mit Butter ein bisschen binden. Würzen werden wir mit Pfeffer, Zucker und Salz. Unbedingt dann bei Kartoffelgerichten Majoran, ganz wichtig, und Muskat. Ja, und die wundervollen Bacon-Croutons machen wir aus zwei Toast. Auch wieder ein bisschen Bacon-Würfeln und Lauch. Das war's auch schon. Ja, Vorbereitungen sind hier übersichtlich. Ich schäle meine Kartoffeln. Wenn ich die Kartoffeln geschält habe, dann schrabbe ich meine Möhre so ein bisschen. Ich finde, Möhren muss man nicht unbedingt schälen. Das reicht schon. Dann pelle ich meine Zwiebel, damit ich hier nachher keine Schalen mehr auf dem Tisch habe, keinen Dreck mehr. Die Knoblauch genau das gleiche. Und dann fange ich an, meine Petersilie zu hacken, klein zu hacken. Die brauche ich später zur Dekoration und auch als bisschen Einlage für die Suppe. Die Zwiebel schneide ich in kleine Würfel. So ganz klein müssen die gar nicht sein. Wir pürieren hinterher die Suppe sowieso. Also ich glaube, die Größe hier, die reicht wirklich völlig aus. Meine Knoblauch hacke ich klein. Ja, und dann kommt die Arbeit, die so ein bisschen nervig ist. Na, jetzt müsst ihr die Kartoffeln in kleine Würfel schneiden. Also erst Scheiben, schneidet euch vorher eine Basis, damit die Kartoffel stehen bleibt. Dann Streifen, dann Würfel. Wen das nervt, wer dazu keine Lust hat, der kann natürlich auch ein Hilfsgerät dazu nehmen. Ich blende euch mal oben ein, den Nicer Dicer, mit dem geht das auch gut. Wenn wir die Kartoffeln geschält haben, machen wir das gleich mit einer Möhre. Basis schneiden, Scheiben runter. Aus den Scheiben gibt es wieder kleine Streifen und aus den Streifen machen wir wieder kleine Würfel. Ja, danach das gleiche nochmal mit dem Lauch, habe ich nicht mehr gefilmt, hier ist glaube ich unspektakulär. Und dann geht es an den Topf. Cook for Me anmachen und hier auf manuell braten stellen. Also klassisches Garen heißt das bei der Cook for Me hier ganz rechts oben. Und da gibt es auch wieder drei Stufen und wir nehmen jetzt hier die höchste, also ganz rechts, das heißt bei der Cook for Me braten. Und das bestätigen wir auch und dann lassen wir sie mal vorheizen. Und wenn sie fertig ist, dann sagt sie ja Zutaten zufügen, meldet sich und das machen wir jetzt auch. Ich fange an mit meinen Baconwürfeln. Die brate ich jetzt erstmal an und zwar so lange, bis sie wirklich ihr Fett ausgelassen haben, bis sie ein bisschen kross werden und Farbe annehmen. Ihr seht das dann hier, wenn die hier so ein bisschen braune Spitzen kriegen, dann reicht es auch. Und dann kann als nächstes die Zwiebel dazu mit dem Knoblauch. Das brate ich jetzt so lange mit, bis die Zwiebel etwas weich wird und dann kommt schon im nächsten Schritt hier Möhre und Lauch dazu. Auch das Ganze wird jetzt wieder ein paar Minuten angebraten und zwar bis Möhre und Lauch so ein bisschen Wasser ziehen und anfangen glänzend zu werden und weicher zu werden. Und dann gebe ich die Kartoffeln hinzu. Und das Ganze braten wir jetzt nochmal, na, vielleicht nochmal 5 Minuten an und zwischendurch gebe ich jetzt schon die ganzen Gewürze dazu, die ihr im Rezept findet hier. Ne, Majoran, Muskat, Zucker, Pfeffer und Salz. Und wenn ich alle Gewürze drin habe, dann mische ich nochmal gut durch, dass sich die Gewürze so ein bisschen mit dem Gemüse, mit dem Bacon jetzt verbinden. Und dann kommt als letzter Schritt noch die Gemüsebrühe dazu, die ich jetzt hier angieße. Und dann ist unsere Suppenbasis auch schon so gut wie fertig. Nochmal einmal umgerührt und dann können wir die Cook for Me auch zumachen. Und jetzt lassen wir das Ganze garen unter Druck, also dampfen. 10 Minuten sind hier schon voreingestellt immer und die können wir auch bestätigen. Die passen genau. Einfach bestätigen. Und sofortiger Start. Ja, wenn sie abgedampft hat, dann öffnen wir den Deckel, geben die Sahne dazu und auch die Butter hier, die war noch ein bisschen hart bei mir, deswegen die Butter hier so in kleinen Stücken, damit die sich gleich besser pürieren lässt, also Raumtemperatur
ist immer ganz gut. Na, der Effekt ist so ein bisschen jetzt wie beim Kartoffelpüree. Ihr kennt das vielleicht, Butter und Sahne, das bindet ja immer ganz hervorragend. Das macht so einen ganz weichen, wundervollen Geschmack. Und jetzt püriere ich meine Suppe. Ich habe leider wieder nur einen Pürierstab mit Metall vorne, bin also ganz vorsichtig, dass ich hier meinen Topf nicht beschädige und die Beschichtung nicht. Und jetzt püriert ihr und das macht ihr jetzt, wie ihr es mögt. Ich mache es relativ fein, aber doch so, dass ihr so ein bisschen Struktur noch habt. Ne? Seht ihr jetzt vorne auf dem Pürierstab und wenn da mal so ein Stück Kartoffel dabei ist, macht das gar nichts. Damit ist die Suppe fertig, die halten wir jetzt heiß und jetzt machen wir unsere Croutons. Dazu gebe ich die Backwürfel jetzt hier in die Pfanne. Gleiches Spiel wie am Anfang schon. Jetzt lasse ich wieder den Bacon aus. Der soll sein Fett loswerden, auch so ein bisschen schon anbräunen. Wenn es soweit ist, ihr seht das, dann gebe ich als nächstes wieder meinen Lauch dazu, den ich zwischendurch auch nochmal klein gewürfelt hatte, die zweite Hälfte. Und den lasse ich jetzt mit dem Bacon zusammen richtig anschmoren. Das riecht hier auch und wenn er weich ist, dann kommen die Toastbrotwürfel dazu, die ich hier zwischendurch geschnitten habe. Und das lasse ich so lange anbraten, bis die wirklich ein bisschen kross werden, aber nicht schwarz. Ihr seht, das ist jetzt hier schon grenzwertig. So langsam wird es schwarz, aber das ist okay. Also hier ein bisschen runterschalten. Und das war's auch schon. Und dann können wir auch schon gucken, ob es geklappt hat. So, ihr seht, meine Suppe hat eine ganz wundervolle Konsistenz, also noch so ein bisschen stückig und richtig schön dick und fett, wie eine Kartoffelsuppe sein muss, finde ich jedenfalls. Ich mag sie so dick und jetzt mache ich auch nicht mehr, als noch einen Klacks Creme Fraiche in die Mitte zu geben. Außerdem gebe ich jetzt rundherum meine Croutons, die so ein bisschen kross geworden sind, auch einen ganz tollen Geschmack haben und für Optik und natürlich auch Geschmack gebe ich jetzt die gehackte Petersilie, davon habe ich die Hälfte zwischendurch auch nochmal untergemischt, jetzt in die Suppe und das war's auch schon. Und dann können wir auch schon probieren, ob die Kartoffelsuppe wirklich geklappt hat. Und tatsächlich, der Geschmack ist wunderbar, super kartoffelig, etwas rauchig, ganz weich. Ich denke, meine Kartoffelsuppe mit Bacon-Croutons hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst. Bye. Koch mal schnell.